Hallo, meine lieben Wassermann-Geborenen. Ich begrüße euch recht herzlich zu eurem Monats-Orakel für den Monat Mai 2022. Ich habe die Karten wie immer schon springen lassen, habe sie bereits ausgelegt und würde auch gleich mit der Deutung beginnen. Was mir wichtig ist, euch noch mitzuteilen, bitte bedenkt, dass es zum einen allgemeine Energien sind, das heißt, sie müssen aber nicht auf euch zutreffen. Und zum anderen gehe ich immer in den allgemeinen Legungen von der weiblichen Hauptperson aus. Also auch wenn du als männlicher Zuschauer hier mit dabei bist, münzt dir das dann bitte einfach um. Genau, ich würde jetzt, wie gesagt, auch schon gleich starten. Wir fangen mal hier mit der weiblichen Hauptperson an. Du hast dich hier selber in den Gedanken, ne? Und du hast momentan so ein bisschen das Gefühl, dass du nicht so ganz in deiner Harmonie bist. Oder wenn ich über die Häuserstellung gehe, dass du das Gefühl hast, gerade auch keine Geduld mehr zu haben oder du möchtest keine Geduld mehr haben. Da ist es erstmal jetzt völlig egal, um welchen Bereich es geht, weil du einfach hier das Gefühl hast, es geht nichts vorwärts. Jeglicher Neubeginn liegt hier mit den Verzögerungen. Gerade, oder du hast auch manchmal so das Gefühl, dass du dich so ein bisschen im Kreis drehst, ne? Also das Thema Geduld und Passivität ist etwas, womit du im Mai schon auch sehr belastet bist, ne? Dann bist du auch hier sehr, sehr unsicher, bist wie gesagt nicht so ganz in deiner Harmonie. Es ist aber auch gut möglich, dass es hier um einige Unehrlichkeiten oder auch Lügen geht, Belastungen, die dich hier zusätzlich noch belasten und wo du einfach hier auch die Klärung haben möchtest, ne? Und ja, es kann sein, dass du derzeit ganz speziell in Bezug auf Bindungen und Vertragsgeschichten da die Belastung drauflegst. Ich würde jetzt einfach mal in den einzelnen Bereichen beginnen. Wenn ich jetzt mal schaue auf den beruflichen Bereich, da hast du hier schon so die Frage, macht mir meine Arbeit eigentlich noch Spaß? Ist es das, was ich für mich möchte? Es ist gut möglich, dass es hier zu neuen Verträgen oder Neubeginnen gekommen ist in der Vergangenheit oder du setzt dich hier aktuell damit auseinander. Da liegen aber auch hier die Verzögerungen angezeigt und das belastet dich beziehungsweise bist du sehr unsicher, warum sich hier die Dinge verzögert haben. Da kann ich dich aber beruhigen. Der Neubeginn, den du dir wünschst, der liegt hier wirklich auch in der warmen Zeit angezeigt, wo es dann auch wirklich wieder vorwärts geht, wo Stabilität reinkommt. Du hast hier Unsicherheiten oder du hast auch erst jetzt einen neuen Beruf gestartet oder eine neue Position begonnen, wo du einfach hier schon feststellst, dass da doch vielleicht alles nicht so richtig gelaufen ist oder du wirklich daran zweifelst, ob es auch letztendlich die richtige Entscheidung war. Wenn das noch nicht gewesen sein sollte, sondern erst noch kommt, ne, dass du hier unsicher bist. Wir haben, wie gesagt, im Mai sowieso den Merkur ab dem 10. Mai rückläufig in den Zwilling. Merkur ist der Vertragsplanet. Und auch der Planet der Kommunikation. Wenn der rückläufig ist, empfiehlt es sich eh nicht unbedingt, neue Dinge zu starten. Und wenn es aber gar nicht anders geht, dann bitte alles genau prüfen. Ne? Lasst euch alle Vereinbarungen und Abmachungen auch nochmal schriftlich geben, weil es sonst sein kann, dass hier wirklich so ein paar Unehrlichkeiten sind, die nicht mit euch vorher abgesprochen werden, wo ihr euch dann wirklich auch zukünftig dann da ärgern könntet. Ne? Also wenn jetzt Zeitverzögerungen kommen, dann sind die tatsächlich, liebe Wassermänner oder Wassermannfrauen, sind die wirklich von oben so gewollt, weil, wie gesagt, im Mai auch der Merkur rückläufig wird. Die Blockaden dauern ja nicht lange an. Also auch da, wo aktuell Blockaden auf der beruflichen Ebene sich zeigen, habe ich hier wirklich nur kurzfristige Blockaden liegen. Weil einfach hier auch noch nicht ganz klar ist, welche Veränderungen möchte man angehen. Es kann auch sein, dass es hier noch mal Diskussionen und Gespräche bezüglich der Finanzen gibt, ne? Wo es aber, wie gesagt, jetzt einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Das wird sich aber, wie gesagt, auch wieder auflösen, sodass ihr dann auch mit Sicherheit einen Neubeginn starten könnt, ne? Es kann nämlich sein, dass sich dann in der wärmeren Zeit hier noch mal ein neues Angebot zeigt, ne? So, also beruflich liegt hier wirklich erstmal so die Frage, ist es eigentlich noch das, was ich will? Erfüllt es mich, ne? Ihr habt hier den Mond mit dran, der Mond oder im Mond liegt wiederum der Fuchs.
im Fuchs auch das Thema Stabilität, Sicherheit. Und hier, wenn ich über die Häuserstellung gehe, halt wirklich die Frage, ist es dieser Job, der mein Herz erfüllt, der mich erfüllt? Und inwiefern, ja, gibt mir dieser Job auch eine neue Sicherheit für mich selber, in mein Wachstum zu kommen, ne? Und da dürft ihr hier wirklich nochmal prüfen. Dafür ist wieder die rückläufige Merkurzeit sehr gut, ne? Es ist aber auch gut möglich, dass man in dem Unternehmen auch mit einem Vorgesetzten oder mit einer Vorgesetzten hier so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Und auch da wird es Klärung geben, weil ich hier auch nochmal personelle Veränderungen im Unternehmen angezeigt habe und ihr dadurch auch wieder in eine völlig neue Energie für euch kommt, ne? Also dass diese Unklarheiten, Ängste, Schwierigkeiten sich dann ja auch letztendlich auflösen. Es ist allerdings gut möglich, dass notwendige Gespräche hier einfach zeitverzögert, ne, durchgeführt werden und ihr deshalb, wie gesagt, doch sehr ungeduldig seid. Es nagt alles ziemlich an euch. Ihr spürt selber, ihr seid gerade nicht so bei euch. Ja, also Thema Arbeit, wird es zu Veränderungen kommen nochmal oder zumindest liegen sie schon angezeigt, umgesetzt habe ich sie noch nicht im Mai. Für all diejenigen, die jetzt zum Beispiel selbstständig sind, auch da setzt ihr euch mit Veränderungen und Neuerungen auseinander. Ihr wollt hier ins Wachstum kommen, ihr wollt endlich wachsen oder wie gesagt in die Stabilität kommen. Aber auch da sind das Thema Neubeginn und neue Chancenmöglichkeiten auch hier wieder für den Sommer eine gute Zeit, ne? Also da kommt wieder Energie und Power und ja, einfach neuer Elan rein. Aktuell ist es wirklich oder empfiehlt es sich eher, sich darüber Gedanken zu machen, was man eigentlich möchte. Aber die Umsetzung habe ich hier dann doch erst später liegen. Im Großen und Ganzen liegt aber das Thema Selbstständigkeit gut, sodass auch da, wenn Blockaden geherrscht haben, dass sich das hier definitiv auch wieder auflöst oder dass ihr zumindest jetzt merkt, es wird wieder fließender, ne? So, wenn ich jetzt mal schaue auf das Thema Finanzen für die Wassermänner oder Wassermannfrauen, ihr wisst, was ich meine. Das Thema Geld liegt hier auch mit Veränderung oder im Haus der Veränderung durch die Öffentlichkeit. Ne? Das meine ich. Ne? Es wird hier nochmal Geld durch die Öffentlichkeit auf euch zukommen. Sei es jetzt durch Kunden oder neue Aufträge oder wie auch immer, oder halt auch durch die Öffentlichkeit, wenn es um das Thema, ja, wie soll ich sagen, Amt und Behörden geht. Vielleicht habt ihr auf Geld gewartet, ne? Das ist jetzt hier auch unterwegs zu euch, ne? Aber das Geld selber oder die finanzielle Situation, die liegt hier an sich gut. Es ist auch möglich, dass der ein oder andere von euch hier nochmal Gelder aus der Familie bekommt, ne? Aber geldmäßig liegt ihr mir doch relativ stabil. Da glaube ich jetzt nicht, dass ihr euch da so wirklich Gedanken machen müsst. Für den einen oder anderen kann es sein, unter den Wassermännern, dass er eine kleine Strafe zahlen muss. Hier liegt nämlich so die Gefahr, dass ihr geblitzt werdet. Da liegt so ein kleiner Geldverlust drauf. Also achtet da bitte drauf. Die Blitzgefahr ist erhöht, habe ich hier liegen. So. Dann, wenn wir jetzt mal schauen, wenn wir jetzt auf den Bereich der Liebe gehen, ich würde mal mit denjenigen unter euch anfangen, die sich bereits in einer festen Verbindung befinden. Euer Gegenüber hat euch hier auf jeden Fall in den Gedanken. Aber auch da ist aktuell so ein bisschen die Schwierigkeit, da spiegelt sich der Fuchs auf die Lilien, dass so ein bisschen entweder wirklich eine Vertrauensproblematik gerade da, ne, dass man gerade nicht so in der Harmonie füreinander ist. Oder dass es ja auch im Bereich des Intimen, der Sexualität hier gerade nicht so das Vertrauen da ist. Sei es, dass vielleicht nichts da, also dass es gerade nicht gemacht wird. Ihr wisst, was ich meine. Wenn man einfach keine Zeit füreinander hat. Oder dass hier wirklich Misstrauen ist. Wer jetzt nochmal ganz andere Geschichte schnell versucht auch schwanger zu werden. Ne? Thema Schwangerschaft habe ich hier auch noch nicht unbedingt im Mai angezeigt. Da liegen auch so die Verzögerungen mit drauf. Ne? Aber nochmal zu den bestehenden Partnerschaften. Das nagt alles so ein bisschen gerade an euch. Also es ist gut möglich, dass ihr entweder gerade wirklich Verlustängste habt, was eure Beziehung angeht. Oder einfach wirklich diese nagenden Gedanken, weil ihr das Gefühl habt, es ändert sich irgendwie nichts in dieser Verbindung. Und da liegt hier einfach so die Belastung drauf,
weil entweder wirklich Streitgespräche hier stattfinden bei euch oder dass alles euch so oberflächlich erscheint, weil einfach notwendige Entscheidungen nicht getroffen werden in eurer Verbindung. Ja, und das belastet euch einfach, das nagt an euch. Ihr habt das Gefühl, ihr dreht euch, wie gesagt, im Kreis. Euer Gegenüber, ist ja aber auch belastet, weil er spürt das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur euch so geht. Und ihr habt hier dann die Möglichkeit, das solltet ihr aber dann halt auch umsetzen, wirklich auch in die Kommunikation zu gehen, weil man dadurch dann auch hier in eine Klarheit kommen kann. Aber Entscheidungen, ich habe so das Gefühl, dass wenn es um Liebesgespräche geht oder klärende Gespräche in der Verbindung, auch hier nochmal möchte ich auf den rückläufigen Merkur hinweisen. Merkur, wie gesagt, auch Kommunikationsplanet, schaut wirklich, dass ihr sehr klar miteinander kommuniziert, dass ihr nicht in Schuldzuweisungen geht, sondern wirklich so kommuniziert, wie ihr Dinge wahrnehmt. Also ich fühle, ich nehme das so wahr, das macht den Eindruck auf mich so und so, weil es besteht hier wirklich die Gefahr von Konfliktgesprächen und dass man dann eben gar nicht redet oder einfach nicht zu Klarheit kommt und dann hier notwendige Entscheidungen sich nochmal 3 Monate zögern. Ne? Ja. Also versucht euch wirklich auch klar zu werden, was wollt ihr in dieser Verbindung? Ne? Wie stellt ihr euch das vor? Was ist euch wichtig? Ne? So, aber ich habe jetzt an sich im Mai keine Trennung oder so liegen. Ne? Also zumindest nicht, dass die Trennung durchgeführt wird. Es kann aber auch einfach gut möglich sein, dass in bestehenden Partnerschaften vielleicht einer von beiden irgendwie eine längere Geschäftsreise machen muss, dass man einfach sich gerade nicht nah sein kann und dass es deshalb auch ist, dass man ja einfach unter dieser nicht vorhandenen Nähe oder Nicht-Nähe dann einfach auch leidet, ne? So, jetzt schauen wir mal auf diejenigen unter euch, die einen Herzensmenschen haben, aber mit dem jetzt noch nicht in einer festen Verbindung sind, wie es denn da weitergeht. Da setze ich euer Gegenüber hier ganz klar mit dem Thema sexuellen Betrug auseinander. Ihm ist bewusst, dass hier Dinge nicht richtig laufen, gerade wenn ja auch noch eine dritte Person eine Rolle spielt. Und da ist es einfach so, dass euer Gegenüber damit auch sehr belastet ist. Bei ihm könnten auch derzeit massive Blockaden noch im Bereich der Arbeit eine große Rolle spielen. Wie soll ich sagen? Ich habe ihn aktuell so liegen, sehr belastet, aber doch hat er das Glück bei dir. Ne? Also auch wenn er weiß, dass das gerade nicht alles ehrlich abläuft, ist er doch mit den Gedanken und der Verankerung bei dir. Du bist gerade diejenige, ne, die da versucht, so ein bisschen in den Rückzug zu gehen, weil einfach eben diese notwendige Klarheit nicht da ist und einfach diese Entscheidungen nicht getroffen werden. Ich habe aber hier Treffen liegen bei euch beiden. Sehr plötzlich sogar. Die Treffen liegen auch weiterhin mit der Treue. Im Mai könnte es zu 4 bis 5 Treffen zwischen euch beiden kommen und auch wieder zu dem Thema Kommunikation. Also für all diejenigen, wo jetzt ein Rückzug war in der Vergangenheit, der wird sich hier im Mai wieder auflösen. Ich habe es aber auch noch möglich, dass hier nochmal jemand komplett anderes auf euch zukommt. Auch jemand aus der Vergangenheit, der komplett im Rückzug war, an den ihr vielleicht gar nicht mehr gedacht habt. Der liegt ja auch noch mal mit möglichen Gesprächen, Einladungen, Treffen. Ne? Also schaut da für euch. Ich habe aber auch bei euch hier noch keine klaren Entscheidungen liegen, wenn es um das Thema Liebe und Partnerschaft geht. Da legt ihr auch hier ganz klar noch mal die Verzögerung rein. Und wenn es um das Thema feste Partnerschaft geht, habe ich hier wirklich die wärmere Zeit liegen. Ja? Also wirklich eher die Sommerzeit von Juni bis September. Und selbst da könnten noch mal Zweifel aufkommen, aber wie gesagt, wir sind ja jetzt im Mai, wir können ja dann auch in den weiteren Monatsorakeln schauen. Aber ich kann euch zumindest sagen, dass euer Gegenüber hier schon auch diese Gefühle und diese Verbindung einfach bei euch auch spürt und das auch möchte mit euch, ne? Und wie gesagt, sollte hier auch noch eine dritte Person eine Rolle spielen, dann habe ich bei dieser dritten Person ja auch schon das Thema Trennung ja. Rückzug einfach auf den Gedanken, auch diese Person ist hier unsicher. Soll man sich lösen oder nicht? Na, nur auch die reden nicht miteinander, sodass da überhaupt nicht klar ist, was will man eigentlich. Ne? Das kann sich hier auch wirklich noch, auch hier wieder Sommer,
Herbstzeit ziehen, bis man sich hier überlegt, wirklich auch eine Trennung knallhart durchzuziehen. Aber ich glaube schon, dass die Trennung definitiv kommt, zwischen deinem Gegenüber und dann noch der dritten Person, egal jetzt ob männlich oder weiblich. So, jetzt schauen wir noch mal auf diejenigen, die weder einen Herzensmenschen haben noch in einer festen Verbindung sind. Und da ist es so, dass du gerade wirklich erstmal versuchst, mit dir selber ins Klare zu kommen. Du hast hier nicht so wirklich das Vertrauen, das hast du irgendwann mal in der Vergangenheit verloren. Das Thema Liebe, du bist an sich ein sehr sensibler Mensch und du brauchst auch das Thema Liebe und Gefühl. Aber das Thema Bindung an sich, das ist gerade mit der absoluten Belastung bei dir. Auch bei dir habe ich die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen oder dass wieder jemand auf dich zukommt. Aber laut dem Bild bist du gerade so auch mit dir selber beschäftigt, sodass du das Thema Liebe und Gefühl und Partnerschaft also gerade völlig von dir wegstößt und damit auch total belastet liegst, ne? Es ist zwar möglich, dass du hier viel im Freundeskreis kommunizierst, wahrscheinlich dann aber doch eher mit dem Problem anderer Beziehungen beschäftigt bist und dir dann noch mehr denkst, oh, Gott sei Dank bin ich alleine. Aber es tut sich jetzt nicht zwangsläufig für dich hier in meine neue Partnerschaft auf. Aber wie gesagt, das ist auch nicht schlimm, weil du gerade sehr mit dir auch selber beschäftigt bist und hier wirklich gucken möchtest, dass du dich auch beruflich verwirklichst, dass du auch hier zu dir selber findest, weil du hast auch hier auf der seelisch-mentalen Ebene noch einige Unsicherheiten liegen, wo du manchmal so das Gefühl hast, gar nicht stabil zu sein, um letztendlich auch eine feste Partnerschaft führen zu können. Ne? Also du willst erstmal reflektieren und schauen, was möchte ich. Ne? Und das finde ich immer super wichtig, ne? Weil man muss erstmal mit sich selber klarkommen, ehe man sich dann auch an jemanden binden kann. Ne? So, meine lieben Wassermann-Geborenen, ich hoffe, ich konnte euch erstmal helfen. Was ich gerne noch ansprechen möchte, auf der gesundheitlichen Ebene habe ich hier so ein paar Verwicklungen und Schwierigkeiten liegen. Alles, was so Rücken-Nacken-Bereich angeht, na, auch das Thema Stimmbänder oder Sehnen in Armen und Händen könnte euch hier ein bisschen Probleme machen. Also versucht da wirklich immer gut in die Selbstfürsorge zu gehen. Aber ansonsten habe ich gesundheitlich jetzt hier keine Schwierigkeiten liegen. Der ein oder andere könnte hier ein bisschen mit Gewicht zu tun haben, ärgert sich vielleicht, ne, dass er hier mit dem Gewicht nicht so ganz oder Gewichtsverlust nicht so ganz vorwärts kommt oder der ein oder andere hat bei euch so ein bisschen zugelegt. Wenn das der Fall sein sollte und ihr wisst die Ursache nicht, dann habe ich hier, dass es gut möglich sein kann, dass bei euch im Magen-Darm-Bereich notwendige Bakterien fehlen, sodass ihr hier irgendwie gar nicht abnehmen könnt, weil der pH-Wert bei euch nicht stimmig ist. Also da wäre es vielleicht mal gut, mal einen Homöopathen aufzusuchen, weil da ist irgendwas mit der Darmflora hier nicht in Ordnung, ne? Also falls ihr von eurem Gewicht nicht runterkommt. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Ich danke euch für euer Ohr, für eure Zeit und wünsche euch, wie gesagt, einen tollen Monat Mai. Bleibt mir alle schön gesund und ich hoffe, wir hören uns oder ihr hört mich wieder dann für die nächste Wochenenergie. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut.